Im heutigen GeForce Now Games Update habe ich nicht nur Spiele für euch dabei. Zusätzlich zu den bisher bereits bei Nvidias Cloud Gaming Dienst integrierten Stores von Steam, Epic Games Store, Xbox, Ubisoft Connect und auch GOG.com kommt jetzt auch Battle.net in die Cloud. Und direkt zum Start wird es Support für 4 Spiele geben von Battle.net, sodass ihr diese dann nicht mehr nur über die Steam-Integration spielen könnt. Alle Infos zu diesen 4 und 4 weiteren Spielen gibt es jetzt im Video. Neue und alte Fans werden Star Wars Dark Forces Remaster lieben. Das Remaster bietet ein verbessertes Gameplay, hochauflösende Texturdarstellungen, verbesserte Lichteffekte und Rendering des ursprünglich aus dem Jahr 1995 stammenden Shooters. Das Spiel ist am 28. Februar neu erschienen und steht via Steam für GeForce Now zur Verfügung, wo es für 28,99 € erworben werden kann. Und hier noch ein paar Infos zur Story. Im Spiel schlüpft er in die Rolle von Kyle Katarn, einem Überläufer des galaktischen Imperiums, der sich als Söldner verpflichtet. Katarn schließt sich der Division für verdeckte Operationen der Rebellenallianz an, deren Aufgabe es ist, das galaktische Imperium zu infiltrieren, wo er das geheime Projekt der Dark Trooper entdeckt. Die Entwicklung dieser mächtigen neuen Serie von imperialen Kampfdroiden und mächtig gepanzerten Sturmtruppen droht, die Macht des Imperiums über die Galaxis zu verstärken, wenn Katarn und die Rebellenallianz nicht eingreifen. Space Engineers ist ein Sandbox-Spiel über Technik, Konstruktion, Erforschung und Überleben im Weltraum und auf Planeten und seit dem 29. Februar im Xbox Game Pass enthalten, über den es dann auch bei GeForce Now ohne weitere Kosten gespielt werden kann. Die Spieler bauen Raumschiffe, Fahrzeuge auf Rädern, Raumstationen, planetarische Außenposten verschiedener Größe und Nutzung und steuern Schiffe, reisen durch den Weltraum, um Planeten zu erforschen und Ressourcen zum Überleben zu sammeln. Mit dem Kreativ- und dem Überlebensmodus gibt es keine Grenzen, was gebaut, genutzt und erforscht werden kann. Möchtest du deinen ganz eigenen Zombie-Gefährten haben? Einen treuen Freund, der dich vor seinesgleichen beschützt und dich auf all deinen Abenteuern begleitet? Im Survival-Spiel Welcome to Paradise ist das möglich. Hier machen die Zombies nämlich die ganze Drecksarbeit. Im wunderschönen Land Paradise testen findige Überlebende eine Technologie, mit der sich die Zombies, die die Welt überrannt haben, kontrollieren lassen. Sobald sie gehackt sind, werden sie zu unschätzbaren Verbündeten, auch wenn sie nicht besonders schlau und manchmal ziemlich instabil sind. Eine spannende Mischung, ein neues Survival-Spiel, neu am 29. Februar erschienen, über Steam bei GeForce Now spielbar, mit einem Normalpreis von 29,99 €. Call of Duty HQ ist bei GeForce Now bereits über Steam verfügbar. Jetzt wird der Spielehub auch über die neue Battle.net-Integration angeboten. Call of Duty HQ unterstützt unter anderem Call of Duty Modern Warfare 3, den neuesten Ableger des massiv erfolgreichen Franchises, aber auch Call of Duty Modern Warfare 2 und Call of Duty Warzone. Welches Spiel ist euer Liebling? Oder seid ihr mit den Games bereits über Steam glücklich geworden auf GeForce Now? Gerne die Kommentare nutzen. Seit einigen Wochen steht Diablo 4 bereits bei GeForce Now zur Verfügung, nämlich über Steam. Jetzt kommt im Zuge der Integration des Battle.net Stores auch die Version direkt von Blizzard hinzu. Diablo 4 ist das ultimative Action-RPG, in dem es endlose Scharen des Bösen abzuschlachten, zahllose Fertigkeiten zu meistern und in albtraumhaften Dungeons legendäre Beute zu ergattern gilt. Erlebt die Kampagne allein oder mit Freunden, trefft unvergessliche Charaktere an düsteren Schauplätzen und erlebt eine fesselnde Geschichte. Oder kämpft euch durch umfangreiche Langzeitinhalte und eine gemeinsame Welt, in der sich Spieler in Städten zum Handeln treffen, sich für Bosskämpfe zusammenschließen oder ihre Fähigkeiten in PvP-Zonen messen. Übrigens, Crossplay und plattformübergreifender Fortschritt sind auf allen verfügbaren Plattformen verfügbar und das Spiel hat einen starken 86er Metascore. Fort Solis ist ein fesselnder, handlungsorientierter Thriller auf dem Mars. Das Spiel bietet ein realitätsnahes Erlebnis, das Spieler vollständig in die Figuren und ihre lange Nacht eintauchen lässt. Die Haupthandlung wird durch erzählerische Elemente wie Audiotagebücher, Überwachungsaufnahmen und Erinnerungsstücken der Vergangenheit, die zu aktuellen Ereignissen führen, ergänzt.
Hinzu kommen Videoprotokolle, die von der Besatzung aufgenommen wurden und die Ereignisse vor und nach der Nacht, in der der Alarm in Fort Solis ausgelöst wurde, beschreiben. Fort Solis steht über Steam bei GeForce Now zur Verfügung, hat allerdings einen absolut miserablen Metascore von nur 56 Punkten für die PC-Fassung. Leute, könnt ihr das bestätigen? Ist das Spiel wirklich so schlecht? Weg mit dem Schwert und her mit dem Deck. Macht euch bereit für Hearthstone, das schnelle strategische Kartenspiel, das einfach zu lernen ist und unglaublich viel Spaß macht. Spielt eure Karten aus, wirkt Zauber, ruft Kreaturen, befehligt Helden aus dem Warcraft-Universum in epischen strategischen Duellen. Das kostenlos spielbare strategische Kartenspiel ist neu bei GeForce Now über Battle.net spielbar und hat einen 88er Metascore für die PC-Fassung. Overwatch 2 ist ein ebenfalls kostenlos spielbares und sich ständig weiterentwickelndes Live-Spiel und steht für GeForce Now bereits im Steam Store zur Verfügung. Jetzt folgt ebenfalls die Battle.net-Version, sodass ihr euch nun komplett unabhängig von der Plattform mit euren Freunden zusammenschließen könnt und euch in das PvP-Erlebnis stürzen könnt. Übrigens, der neueste Held von Overwatch 2 heißt Mauga, ein Tankheld und ein Partylöwe, der mit mächtigen Brand-Chain-Guns ausgerüstet ist und sich gerne mitten ins Gefecht stürzt, um seine Gegner aus nächster Nähe zu bearbeiten. Overwatch 2 von Blizzard hat übrigens einen 79er Metascore. Und was sagt ihr, Freunde? Freut ihr euch über den Zugang von zum Beispiel Diablo 4 oder Call of Duty über Battle.net? Weil ihr diese Spiele eh schon über diesen Store geholt habt? Oder sorgt ihr euch eher, dass der Store von Blizzard zu Beginn zu etwaigen Problemen führen könnte? Vielleicht feiert ihr aber auch stattdessen eines der drei neuen Day-and-Date-Releases in dieser Woche. Obwohl, mal abwarten, ob die Spiele tatsächlich pünktlich kommen. Letzte Woche sollte ja Terminator Dark Fate Defiance kommen und ist bis heute immer noch nicht da. Also versteht mich nicht falsch, Probleme oder Verzögerungen kann es ja immer geben. Aber dann muss man das einfach ganz ehrlich und transparent kommunizieren. Und genau das passiert in diesem Fall augenscheinlich wieder einmal nicht. Also zumindest bis genau jetzt, dem Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos. Wie die Vergangenheit ja eigentlich immer so gezeigt hat, müsste das Spiel mittlerweile wirklich da sein. Denn immer wenn ich mich hier über was Konkretes im Cloud-Gaming-Bereich aufrege, passiert am Ende auch was. Also mal abwarten. So, jetzt aber ab mit euch in die Kommentare. Los, los. Danke fürs Zuschauen. Bis bald, ahoi und ciao. Auch was. Also, mal abwarten. Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.